Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um die Marke How Dirty. Freunde von mir haben eine neue Marke an den Start gebracht. Mega geil. Ich feiere das auf jeden Fall mega hart. Und ja, seid mal gespannt. Haut rein. Doch mal ein bisschen an und gucken, was sich darin verbirgt. Boah, Alter, ich bin mega gespannt. Jetzt gucken wir doch mal. Alter Schwede. Das ist geil. Das Coole ist, das ist einfach die Farbe, die er halt auch, also Christian, auf seiner Harley hat. Ne? Das ist einfach so nice. Checkt bitte auf jeden Fall mal sein Instagram-Profil ab. Ich blende das mal hier oben ein. Total krass. So, was haben wir hier? Ach man, das ist schön, ey. Das freut mich so sehr. Jetzt schauen wir mal, was haben wir noch hier? How Dirty Crew, so wisst ihr jetzt Bescheid, Freunde. Ach krass. Hier nochmal einen schönen. Ach, das ist ja nicht mal. Ich dachte, das wäre. Das sah jetzt so aus, als wäre das aufgeklebt. Wie haben die das denn gemacht? Das ist cool, oder? Und noch ein Lolli. So muss das sein. Aber ich darf jetzt mal nichts mehr essen hier. Ich habe nämlich ein bisschen Pocke gekriegt. Ich muss mir jetzt wieder mal ein bisschen hier quasi zurückarbeiten auf Normalgewicht. Also checkt auf jeden Fall die Instagram-Seite von How Dirty ab. Und ja, dann würde ich sagen, öffnen wir mal dieses Schätzchen jetzt, oder? Let's go. Obwohl, ich habe mich jetzt gerade dazu entschlossen, es nicht aufzuschneiden, sondern wir machen das ganz klassisch. Und versuchen da mal das so ein bisschen zu retten hier. Kannst ja nicht durchschneiden, so was Schönes hier. So. Da ist es schon. Nochmal ein richtig schöner Aufkleber. Ja, man merkt es einfach, ne? Also man. Ich brauche es gar nicht sehen. Ich sehe das jetzt schon hier halt, ne? Das ist jetzt schon. Das fühlt sich einfach jetzt schon total geil an. Auch diese Sachen, diese ganzen kleinen Details hier halt, ne? Die beiden, das kann ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es meine Freunde sind, natürlich. Bin ich da jetzt nicht wahrscheinlich der objektivste Mensch, der sowas hier macht, so eine Reaction aus einem T-Shirt. Aber man merkt es einfach an den beiden auch, man merkt es an deren Harleys, das ist einfach High Quality, alles was sie machen. Und das ist halt alles durchdacht. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass diese ganze Geschichte hier, das ist halt nicht irgendein Billig-Scheiß, ne? Das ist halt richtig Quality. Und ja, aber das war mir vorher schon klar, brauchen wir gar nicht viel drüber quatschen, würde ich sagen. Öffnen wir das Ganze doch mal. Da ist das schon schön. Guck mal. Und das ist hier nicht aufgeklebt, ne? Muss man mal ganz gut sehen. Das ist genäht, Alter. How Dirty. Ja, voll geil. Also ich mag so eine Schriftart sowieso. Das erinnert mich auch so ein bisschen an diese ganze, was ist das hier, Kalkani Schrift. Aber auch genäht hier, Alter. Nix, einfach nix geklebt. Ach Mann, hab ich nicht Bock damit rumzuballern. Ja, was ich auch mal ganz wichtig finde, ich weiß, das juckt wahrscheinlich viele auch nicht, aber das ist mir zum Beispiel persönlich auch wichtig. Und zwar einfach mal, dass es halt Fairwear ist. Das ist halt nicht irgendeine Scheiße, ne? Das ist halt wirklich, was ist das hier? Organic Cotton. Ja, das ist mir halt auch mal persönlich nochmal so ein Anliegen halt, ne? Dass ich da nicht immer irgendeinen Quatsch kaufe. Ja, also ihr beiden, wenn ihr das Video seht, ja, ich wusste schon, es war mir eh klar. Ich kann nur sagen, ey, richtig, richtig geil. Es fühlt sich sehr geil an. Ich bin gleich gespannt, wie es sich tragen lässt, aber ja. Ist halt Organic Cotton, ne? Also wird sich schon richtig geil anfühlen. Man merkt es ja auch schon in der Hand. Und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Erfolg damit. Und aber ich bin mir sicher, dass ihr das definitiv reißen werdet. Also Leute, wir ziehen es jetzt mal an und dann gehen wir ein bisschen Harley fahren. Haut rein! Ja Leute, jetzt muss ich gerade noch mal ein bisschen Langarm anziehen. Es hat jetzt gerade geregnet, jetzt schon wieder nicht. Da hinten scheint schon wieder die Sonne. Ja, keine Ahnung, was hier los ist. Aber ihr wisst ja selber, wie es ist mit dem Wetter aktuell. Spielt ein bisschen verrückt. Naja, aber vielleicht noch ein paar Worte zu How Dirty.
Ich verlinke auf jeden Fall den Shop bei mir in der Videobeschreibung. Zieht's euch rein. Ihr könnt ja so ein bisschen schauen, also wenn ihr jetzt mal hier guckt. Ja, ey, der Shop ist halt auch geil gemacht. So, die Bilder sind geil, die Klamotten sind hochwertig. Das ist halt mal was anderes. Das ist halt nicht das typisch aufgedrückte Gedöns, was du dir halt bestellst. Für meistens viel zu viel Geld. Und am Ende ärgerst du dich. Wie gesagt, die Sachen sind halt, also gerade bei dem Shirt hat man es ja gesehen. Bei dem Shirt zum Beispiel ist alles aufgenäht. Hinten auch das How Dirty ist aufgenäht. Mega geil, ne? Und ich finde auch da, bei sowas lohnt sich das halt natürlich auch, ne? Ja, es fühlt sich gut an. Es sieht geil aus. Was willst du denn mehr? Ohne Scheiß. Es gibt auch einen Gutscheincode, den könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Der steht auch direkt unter dem Link in der Videobeschreibung. So, ich glaube, hier können wir die Drohnenaufnahme machen. Hier kommt wahrscheinlich kein einziger Mensch vorbei. Sonst würde das ein bisschen unangenehm werden. So, jetzt ist es wieder plötzlich warm. Keine Ahnung, was hier los ist. Naja, aber so ist es halt. Aber windig ist es immer noch. Aber sollte ja für uns kein Thema sein. Also, wie gesagt, noch mal ganz kurz zum Schluss. Checkt auf jeden Fall mal den Shop ab. Ich find's mega geil. Abonniert auf jeden Fall bitte, bitte, bitte auch deren Instagram-Seite. Das würde mich sehr freuen. Wie gesagt, ist jetzt der Shop ist seit gestern. Seit dem 8.8. ist er eröffnet. Da gibt's die Klamotten zu kaufen. Ich persönlich find's mega nice. Noch mal ganz kurz. Den Gutschein gibt's hier auch unten in der Videobeschreibung. Und genau wie der Link zum Shop. Ach so, aber eine Sache ganz kurz. Heute soll es nicht nur um How Dirty gehen, sondern auch was in Zukunft kommt. Ich finde es mega nice. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bei Harley Davidson Bielefeld bedanken. Ich darf jetzt bald mal die ein oder andere Harley da Probe fahren. Als erstes wird die neue Streetlight kommen, die neue Streetlight Special. Wahrscheinlich in Grau. Richtig nice. Also nochmal an dieser Stelle, Andreas, danke, dass du mir das möglich gemacht hast. Echt coole Aktion. Was kommt noch? Wir haben jetzt bald die Köterbeck-Tour. Da sind wir wieder mit den Leuten von Rheinland-Shopper am Start und mit der Truppe, unter anderem auch mit Christian, der ja mitverantwortlich für How Dirty ist. Das ist aber dann die Truppe aus Hamburg. Da werden auch ziemlich krasse Bikes kommen. Wir werden jetzt in Kürze auf Brabkalan treffen, wie es aussieht in Bad Salzuflen. Von daher, ja, ich glaube, hier wird in Kürze noch einiges kommt, viel passieren. Ich bin auf jeden Fall dankbar für jeden Einzelnen nochmal, der hier diesen Kanal abonniert, der hier mal schön einen Daumen hoch da lässt und einen Kommentar da stehen lässt. Also nochmal vielen, vielen Dank dafür.